Hallo, ihr Quirlinge! Dunkel ist im Sumpf und der gestrandete Botschafter findet das auch gut so, denn es gibt eine Queste zu erledigen, eine Aufgabe mit Kurom, Altar und so weiter. Das wird jetzt mal angegangen. Vielleicht sollte ich vorher nochmal in die Flasche schauen. Essenz der Heilung. Nee, das ist doof. Das hier ist besser. So, zack. Kurom. Hey. Ist die Nacht, die wir hier haben, Nacht genug für dich? Ich bin bereit. Lass uns gehen. Noch nicht. Wir müssen die Nacht dann nicht ewig so weitergehen. Was ist Nacht bei dir? Nach. Okay, kann ich mir mit irgendwas die Zeit vertreiben? Ich kann mit Flint reden. Der hat ja irgendein Problem. Was ist wohl Nacht bei dem? Aufpassen, was vielleicht nach Mitternacht, dass das die Nacht ist. Flint, was ist denn los? Mich fragt ja keiner. Verdammt, was ist los? Entweder du stehst auf oder ich lege mich daneben. Überleg's dir. Seid. Bei mir bringen wir bei. Ich kann überraschterweise mit ihm gar nicht reden. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. War das nicht das, was Calvin meinte? Huhuhu. Ah, ich muss mit Markus reden für die Queste. Okay. Herbert. Markus ist irgendwo anders. Vielleicht kann ich anschließend erst mit Calvin... nicht mit Calvin. Mit Flint reden. Ach, diese Namen. Markus, du bist bestimmt auf der Spitze der Pyramide da hinten, richtig? Du machst irgendwelche fehlschlagenden magischen Experimente. Hüpfeld. Wo bleiben denn die Schiffe? Hüpfeld und Hüpfeld. Und nochmal. Warum erfahre ich das erst jetzt? Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Ja. Als ich das letzte Artefakt an mich nahm, wurde ich ohnmächtig. Was ist da passiert? In diesem Moment wirst du das Ziel einer magischen Entladung gewesen sein müssen. Mit der Zeit stand die physische Ausrichtung des Körperspeichers mit seiner Magie im Einklang. Als du dieses Gefüge gestört hast, konnte sich ein Teil der gespeicherten Magie entladen, was bei dir zu einer Ohnmacht führte. Ein Anzeichen dafür, dass dein Körper jenem Zustand nicht gewappnet war. Und was war bei der zweiten Pyramide? Da habe ich auch das Artefakt an mich genommen, ohne ohnmächtig zu werden. Wenn ich das Gleiche tat, habe ich doch dort ebenfalls einen stabilen Zustand in einen instabilen überführt. Es ist situationsbedingt. Allerdings ist es wahrscheinlicher, dass in jenem Segment die potenzielle magische Energie zu schwach war. Ich hoffe mal, Flint kommt demnächst wieder auf die Beine. Du hast ihn doch noch gesehen. Die Nacht schien es ihm noch besser gegangen zu sein. Sein Zustand wird sich verschlechtert haben. Adrian hat es erwähnt. Ist es in einer Verfassung, die bedenklich wäre? In einer, dass du es dir ansehen solltest. Wenn hier sozusagen der Repräsentant des Freien Lagers nicht mehr zurückkehren sollte, spätestens dann wird das ein hässliches Nachspiel geben. Rate mal, wer hier dann die Führung übernimmt. Ja, es genügt. Sobald ich imstande bin, wird es übernommen. Warte mal. Noch was hier? Wir haben den dritten Teil dieses Schlüssels gefunden, auch wenn das nicht gerade einfach war. Hier, nimm ihn und leg ihn zu den anderen. Das Segment, ja. Dieselbe Magie, welche hier ausbleibt, wurde von dir zerstreut. Man kann es spüren. Gewiss. Sag mal, wegen der Schlüssel. Du konntest den Eingang zum Tempel sehen. Kann man diese Sperre oder was auch immer da nun aktiv ist, kann man die nicht einfach auch so mit Magie entfernen und sich das mit dem Schlüssel sparen? Es wäre immerhin denkbar. In jedem Fall allerdings birgt es ein unkalkulierbares Risiko, dessen Folgen sich erst retrospektiv überschauen lassen. Heißt wohl, dass wir den letzten Splitter auch noch auftreiben müssen? Und lass mich raten, das Wir soll mich wahrscheinlich wieder mit beinhalten.
Die Entscheidung, als wessen Teilmenge von sozialen Zusammenschlüssen man sich auffasse, ist die deine. Zurzeit liegen mehrere relevante Begebenheiten vor, denen man sich widmen sollte. Was gibt es denn momentan? Adrian nimmt sich eines Vorfalls bezüglich der Stadt an. Meine Zeit wird anderweitig in Anspruch genommen, sodass eine Angelegenheit außerhalb des Sumpfes nur bedingt verfolgt werden kann. Wie bereits angemerkt, muss zudem das letzte Element des Schlüsselsteins gefunden werden. Aha. Das letzte Stück des Schlüssels ist wichtig. Adrian schien in der letzten Zeit etwas unzufrieden zu sein. Ich werde mal nach ihm sehen. Wenn du da keine Einwände hast. So soll es geschehen. Warte halt, mal. Halt. Hast du an diesem Eingang etwas über den Tempel erfahren? Fernanalysen sind stets komplex. Sicher ist, dass Magie innerhalb dieses Bauwerkes praktisch nicht existent ist. Und das heißt? Es bedeutet, dass dort magische Aktivitäten jeglicher Natur stark beschränkt und oder nicht mehr benutzt sind. Würde das bedeuten, dass Magier dort aus ihrer Umgebung keine Energie mehr ziehen können? Das wäre doch eine enorme Beeinträchtigung. In der Tat, so in etwa wäre das. Aha. Wie gut, dass ich mit Pfeil und Bogen arbeite. Na bestens, ihr seid zurück. Dann muss ich jetzt den Spaß nicht mehr machen. Wieso? Was war denn so schlimm? Was denkst du denn, wem hier die Führung der Rekruten und Kämpfer obliegt, wenn die zwei Herrschaften sich mal den Sumpf ansehen? Ansehen ist etwas untertrieben. Wir haben noch das dritte Bruchstück gefunden. Dann war die Sache ja wohl lohnenswert. Du kannst Margus das Tal gleich vorbeibringen. Aber hat Flint eigentlich die Nacht mit ein paar Sumpfhaien verbracht oder was ist da passiert? Ach, so ein netter Geselle wie der von der zweiten Pyramide hat ihm seine Axt ins Bein getrieben. Ich hoffe, das wird wieder. Aha. Margus hat mir auf seine spezielle Art mitgeteilt, dass du ein paar Probleme mit den Rekruten hast. Naja, so ungefähr. Cortez hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass einige Rüstungen, die sie in den Sumpf mitgebracht hatten, nun verschwunden sind. Wie du dir denken kannst, sind potenzielle Schuldige hier natürlich rasch ausgemacht. Und da Flint momentan andere Sorgen hat, soll ich jetzt der Verrückte sein, der das alles wieder in Ordnung bringt. Wieso du? Musst du nicht irgendwas anderes machen? An den Splittern rumbasteln oder sowas? Frag das Cortez, aber mich doch nicht. Ich sehe ja gar nicht ein, dass ich deren Kram wiederfinden soll. Aber ich bin gut genug dafür. Oder wie stellst du dir das vor? Diplomatie ist für dich doch kein Neuland. Oder irre ich mich da? Also, das ist... ich weiß gerade nicht. Du willst dich zwischen die Fronten stellen? Mach es oder lass es. Es interessiert mich nicht, wo deren Krempel liegt oder wer es wiederfindet. Aber ich habe auf diese Scheiße keine Lust. So viel ist schon mal klar. Ist ja gut. Ich kann mich mal umhören. Okay, gut. Ach ja, die Magier sind irgendwie alle ein bisschen komisch. 23.33 Uhr. Habe ich das jetzt so verstanden, dass ich mir eine Queste aussuchen konnte? Markus sagte, du kannst entweder den Schlüssel holen oder mir bei irgendwas helfen oder Adrian bei irgendwas helfen. Ich habe mich für Adrian entschieden. Kein Wasser weit und breit. Dreimal dürft ihr raten, warum. tja, jetzt... Das hieß ja, wenn das wirklich ein Alternativ-Queststrang ist, den ich hier jetzt mache, dass ich mich nicht um das vierte Artefaktteil kümmern muss, weil das jetzt andere Leute tun. Mal schauen. Cortez wäre also anzusprechen, wegen der verschwundenen Rüstungen. Er sollte eine Rüstung klauen. Nur das freie Lager könnte ein Interesse daran haben, Rekrutenrüstungen zu klauen, um inkognito irgendwie was zu machen. Oder um irgendwelche Leute in Rekrutenrüstungen zu stecken und irgendwelche Bauern zu drangsalieren, die dann glauben, es wären dann die Rekruten, die echten aus der Stadt, irgend sowas. So. Cortez, bist du noch da? Oder was ist hier hinten los bei Flint und Markus? Hey du! Flint, stehst du mal auf?
Da ist auch der Onkel Doktor. Verdammt, was ist los? War hier irgendwas? Geldbeutel stehlen? Kam? Nee, hä? Markus rennt jetzt weg. Ach, du hast dir den angeschaut. Oder was? Oder wie? Hey, du. Keine Ahnung, was hier zu machen ist. Wir haben es nach 0 Uhr. Ich probiere es nochmal mit Kuhraum, damit das mal weggemacht ist. Alles andere kann, glaube ich, bis zum nächsten Tag warten. Kuhraum, wir haben es nach Mitternacht. Ist nach Mitternacht jetzt endlich mal Nacht bei dir? Hey. Ich bin bereit. Lass uns gehen. Okay, ich folge dir. Ah, gut. Ende? Mitkommen. Ach ja. Jetzt muss ich zu dem Altar. Ich weiß noch grob, wo der ist. Hoffe, den finde ich wieder. Wenn ich Cortez über den Weg laufe, kann ich mit dem auch noch ein paar Worte wechseln. Aber ich weiß nicht so genau, wo der nach Mitternacht eigentlich ist. Vielleicht hier irgendwo in einem Strohbett. Sabberkraut, oh, schön zu finden. Kuhraum, wo bist du? Oh, Kuhraum? Jetzt habe ich den verloren. Kuhraum, du bist da oben. Kannst du bitte mal? Kuhraum, hallo. Das funktioniert nicht so gut mit Kuhraum. Kuhraum, guck mal. Komm mal her, hier. Das ist schön, so schön. Wenn ich weit genug von ihm wegrenne, wird er mir hinterher gebeamt, richtig? Das ist aber bei den meisten Spielen so. Ich renne jetzt in den Sumpf und hoffe, dass er plötzlich hinter mir steht. Und Cortez, keine Ahnung, der ist irgendwie woanders. Er dreht sich oben noch im Kreis. Bist du Cortez? Du bist Cortez, oder? Nee, du bist ein Rekrut. Genau das habe ich auch gesagt. Kuhraum! Scheiße, wenn das nicht geht. Also ich bin jetzt allmählich weit genug weg, dass der kommen müsste, wenn er denn kommen kann. Wie ist denn der da runter? Ich hab da... Oh je, Mine. Oder ich muss speichern und laden. Ach, da ist er. Jetzt war ich weit genug weg. Gut. Also gut. Der Altar. Gefühlt in die Richtung, ums Eck und irgendwo mitten im Matsch. Oder auch nicht. Da ist nur so eine Kristallhöhle. Das war irgendwo mitten in einer großen Sumpffläche. Aber auch gar nicht so weit weg vom Eingang. Wo bin ich jetzt schon zu tief im Sumpf drin? Ah je, Sumpf. Ich bin da. Okay, um die Pyramide rum und dann geradeaus, da müsste das sein. Ah, Sumpfkraut. Umwege erhöhen den Kräuterbestand. So, jetzt geradeaus. Ah, da ist der Altar. Und da ist noch was ich einsammeln kann. Heilpflanze, Sumpfkraut. So, damit das ja nicht ins Höschen geht, einmal speichern. Oder bin ich fast geneigt, die Fackel wegzutun und das mit dieser Lichtrune zu probieren. Die für Gabok, weil ich mit der Fackel in der Hand sowieso nicht kämpfen kann. Also nimm du die da hin und dann nehme ich
das hier auf die 9? Es scheint zu funktionieren. Weg. Kuram ist da. Und hier ist sein gewünschter Altar. Hier sind wir. Ah, genau wie ich es mir vorgestellt habe. Ich werde jetzt mit dem Ritual anfangen. Halte deine Augen offen und sei immer kampfbereit. Ja, mach ich. Kriegen wir hin. Wo bist du? Ah, da kommst du. Kommt schon. Ihr Bestien, da hinten ist eine Ratte. Wo kommt ihr her? Ist das die Ratte der Truhe? Nee, die Ratte kann man nicht killen. Das Spiel macht's aber spannend. Aber vielleicht kommt ja gar nichts. Das wäre eine große Verarsche. Kampfbereit heißt es. Bin kampfbereit. Es ist vollbracht. Oh, da kam gar nichts. Ich konnte die astralen Energien spüren, als sie mich durchdrangen. Doch ich fühle mich geschwächt. Wir sollten nicht hierbleiben und aufbrechen. Folge mir. Aha. Das war ja die einfachste Bewach-mich-Quest, die ich je gemacht habe. Haha. Lass mich raten, der verwandelt sich dann über Nacht in einen untoten Orkpriester. Dann hat das das Kloster langsam Magiermangel. Folge dir, ja? Wo gehst du hin? Bestimmt zu seiner Stelle zurück. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Da nimmt auch jede Ecke mit. Wird sich nie etwas Kuram ist geschwächt. Wir sind da. Ja. Berichte Margus über das Ritual. Ich werde ihn später aufsuchen. Das kann ja nicht ewig sein. Genau so das habe ich auch gesagt. Ist Margus da oben oder ist Margus noch da hinten bei Flint? In Södland will ich bestimmt kann das nicht mehr hören. Margus, bist du da irgendwo? Er steht da noch. Ja, gut. Also, genauer gesagt, läuft er auf der Stelle. Für Herr und... Warte mal. Ich komme von Kuram. Was? Kuram hat ein altes orkisches Ritual im Sumpf vollzogen. Er wird dich später aufsuchen und alles erklären. Orkisches Ritual? Kein später. Er soll jetzt vorbeikommen. Okay. Warte. Margus möchte dich sprechen. Hast du ihm von dem Ritual berichtet? Ja, natürlich. Ja, er möchte dich jetzt sofort sehen. Gut, ich werde mich auf den Weg machen. Was soll ich jetzt machen? Weiß ich noch nicht. Hängt davon ab, was aus dem Ring wird. Und was Margus noch alles damit anstellen will. Spätestens, wenn die Expedition vorbei ist, steht etwas Fundiertes fest. Aha. Er geht jetzt zu Margus, zumindest dorthin, wo er ihn vermutet. Aber da wird er ihn nicht finden. Hey. Ja. Wie geht's jetzt hier weiter? Altar. Kuram wird mit Margus sprechen. Ich glaube, das kann wieder dauern. Das Beste wird sein, ich suche Kuram nach Abschluss der Expedition wieder auf. Also, irgendwann erst in einem späteren Kapitel. Okay. Jo. Cortez wäre jetzt interessant. Achso, Castor, ich habe noch genug Tränke. Hey, du. Tränke brauen lassen. Lebenstrank. Stell mir noch einen Lebenstrank aus Kristallen her. Hast du 5 rote Kristalle und 300 Roperi dabei? Klar doch. Hier, nimm den Trank. Ich werde wohl noch ein paar auf Vorrat herstellen müssen. Ende.
Apropos, nimm den Trank. Ich habe noch ein paar andere Sachen, die ich angeblich dringend mal essen und trinken sollte. Also zum einen hätte ich... Moment, ich mache nochmal einen Speichern. Also da wäre zum einen jetzt dieser Kristalltrank. Das ist der hier. Kristallelixier des Lebens. Moment, Licht. Oder nimm das Fackellicht. Ich glaube, das Fackellicht ist angenehmer. Das andere, das ist so unscharf irgendwie. Fackeln finden, ist das schwierig. Da. So, jetzt Kristallelixier des Lebens. Lebensenergie plus 15. Dann wurde gesagt, soll ich mal die Pflanze Vergissmeinnicht essen. Die habe ich vom Michels bekommen. Ich weiß aber gar nicht, wo die ist. Die ist nicht unbedingt oben. Hier. Ach, Redmeinicht heißt das. Lebensenergie plus 1 durch Redmeinicht und ich soll Orins Bier trinken. Orins Bier trinken. Da. Lebensenergie plus 5 durch Orins Bier. Aha. Und jetzt habe ich volle Lebensenergie und mit voller Lebensenergie soll ich das hier trinken. Trank der Geistesveränderung. Kann den Verstand der beeinflussen oder den Anwender töten. Ich habe Mana 49, Lebensenergie 435. Oh. Ich fühle mich kein bisschen anders. Scheint wohl sonst keine Auswirkungen zu haben. Oh, das hat mir 434 Lebenspunkte abgezogen. Ach, das zieht einem immer maximal Lebensenergie minus 1 ab. Und wenn man halt nicht volle Lebensenergie hat, ist das quasi der sichere Tod. Aber einen Bonus? Habe ich jetzt irgendwas Positives von diesem Zeug? Nee, oder? Habe ich nicht. Ach, ein Königreich für ein Bastbett. Nehmen wir doch das hier. Bis zum Morgen schlafen, damit hier alles wieder hell ist und wieder zu und voll. Was eigentlich zu? Voll, nicht zu. Voll zu, mach mal voll zu, die Fackel weg. Da ist sie. Gut. Und jetzt wäre Cortez an der Reihe. Oder? Hey. Ich glaube, da geht gar nichts. Cortez, du bist doch normalerweise hier hinter diesem Baum an diesem... Ich finde Cortez nicht mehr. Bist du hier am Üben? Das wäre ja vorbildlich. Nee, das bist du nicht. Wo ist denn Cortez? Daran wird sich nie etwas ändern. Ach, diese Leute nicht zu finden. Das ist nicht du. Irgendwann muss der Schiffsverkehr ja wieder laufen. Cortez war immer hier irgendwo. Ich such mal Cortez. Und da ist er, auf der Pyramidenspitze. Hi. Bei den Rekruten fehlen ein paar Rüstungen? Hat sich das also schon so weit herumgesprochen? Ja, verflucht. Ich werde den Mistkerl, der das getan hat, an die Sumpfhaie verfüttern und die bösen Geister mit den Knochen vertrommeln. Du wirkst ziemlich angespannt. Ach, ist dir das auch schon aufgefallen, ja? Wenn die nicht wieder in der Kaserne landen, wird Hamilka mich dafür verantwortlich machen. Aber ich habe in der Unterstadt täglich mit solchen Möchtegern-Dieben zu tun. Da werde ich den hier auch noch finden. Also Adrian findet, ich kann dir bestimmt wesentlich besser helfen als er. Ach ja, der ist mir in der Sache auch nicht gerade nützlich. Mhm. Was ist denn jetzt? Kann ich nun was machen? Tja, wer immer das war, hat sich ziemlich dämlich angestellt. Aus diesem Lager gibt es nur einen Ausgang, auf den Mostar ein besonderes Auge hat. Heißt also, dass der Typ mit den Sachen immer noch hier ist und er sie irgendwo versteckt haben muss. Andernfalls hätte ich oder wer anders schon was mitbekommen. Wie auch immer,
Die Sache muss geklärt werden, bevor wir hier wieder rausmarschieren und die Leute dann in alle Winde verstreut sind. Hm. Also Flint wird uns schon mal nicht helfen können. Hat Mostar dir noch mal was gesagt? Nein. Keiner ist rausgegangen, den er nicht untersucht hat. Dann werden wir uns wohl oder übel mal alles an Büschen ansehen müssen, die hier so rumstehen. Es sei denn, du willst hier einfach mal alle Truhen durchstöbern, die hier so rumstehen. Ja, das kommt nicht so gut an. Da sind die Typen aus dem freien Lager ziemlich stur. Na, woher das wohl kommt? Also hast du noch einen besseren Plan? Nein, fürs Erste muss das reichen. Solche Rüstungen können schließlich nicht einfach verschwinden. Mhm. Soll ich jetzt die Büsche untersuchen? Es gibt wirklich keinen besseren Plan als sämtliche Büsche in der Umgebung. Toll, dass Adrian das nicht selber machen wollte. Ich bleib erstmal innerhalb des Lagers. Büsche innerhalb des Lagers. Das wäre dann zum Beispiel hier so. Um Sumpfkraut. Also innerhalb dieser komischen hüfthohen Palisade. Vielleicht finden wir ja irgendwo irgendwas. Oh, Dunkelpilz. Hat sich doch schon gelohnt, hier nochmal lang gegangen zu sein. Lauf übers Grab. Wenn man solche Rüstungen verstecken will, dann sollte man nicht den Busch nehmen, wo sie alle dran pissen. Und auch nicht den Busch, an dem jeder irgendwie vorbeigeht. Also wirklich irgendwo einen der... Exotischen Waren können wir jetzt ja vergessen. Na gut, der kann auch im Sumpf sein, aber der irgendwie hier so abseits steht. Das hier ist nicht buschig genug. Ah, Sumpf. Gott, was ich alles finde, Mensch. Warum erfahre ich das erst jetzt? Bist du ein Busch? Oh, nee. Der letzte Busch, mal kurz überlegen. Der letzte Busch, den ich suchen sollte, war der, in dem... Lauf wieder. In dem dieser Schatz von dem blinden Bettler versteckt war. Das war vor diesem. Vor dieser komischen Kneipe in der Wildnis. Und der Busch, der sah anders aus als die anderen rundherum. Deswegen hatte ich damals auch zielgerichtet auf den da zugehalten. Und das war ja auch komplett richtig. Das hieße. Wenn es hier irgendwo einen Busch gäbe, der dunkle Blätter hätte, dann wäre das genauso einer wie damals. Aber so richtig erinnern kann ich mich daran nicht. Weiter oben, da direkt am Ausgang bei Mostar, theoretisch könnte es da auch Büsche geben. Oh, Heilwurzel. Butterfleisch. Es lohnt sich. Oder laufe ich schon viel rum, aber wenn ich nochmal die Aufgabe habe, einfach nur durchs Gestrüpp zu laufen, dann finde ich nochmal viel mehr. Mhm. So. Ich glaube, ich kann das Innere der Sumpfpalisade, Sumpflagerpalisade schon fast abhaken. Was ist da oben? Da oben gibt es ganz viele Büsche. Da, wo die Lianen runter wachsen. Kann ich da überhaupt hin? Nee, oder? Kann ich gar nicht. Aber ich kann Mostar noch mal ansprechen. Vielleicht hat er... Na gut, gesehen kann auch nichts haben. Also Mostar kann ja nur nicht darüber berichten, was passiert ist. Er kann nur darüber berichten, was nicht passiert ist. Es ist keiner rausgelaufen. Ist hier was drin? Da ist ein Trank drin. Ich laufe ja schon zum x-ten Mal dran vorbei. Ich habe gerade so aus dem Augenwinkel so winzig klein was Funkeln sehen. Dachte, das ist nicht normal. Weil solche Funkel-Grafikfehler gibt es ja nicht. Was ist denn das hier eigentlich? Da war ich auch noch nie. Oh, Vorsicht, nicht runterfallen, runterrutschen. Hüpf. Wieso ist hier so eine Bretterwand? Oder sollte das... Nee, oder? Ist das eine umgekippte Plattform? Oder was soll das darstellen? Ah, kommt man hier...
ein bisschen Glück. Ja, man kann abkürzen, gut. Mostar, ganz oben nochmal gucken, ob es da Büsche gibt, aber ich glaube das eigentlich eher nicht. Und Mostar ansprechen wird auch nicht das Rätsel der Lösung sein. Stimmt, hier gibt es auch keine Büsche. Hey! Ha, 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 ha. Au. Das war fast ein bisschen zu hoch. So, da geradeaus. Ne, das ist nur so ein Felsding. Da ist nichts. Das ist mir zu gefährlich. Wenn er runterfällt irgendwo und er ist noch senkrecht, dann ist alles gut. In dem Moment, wo er in die Waagerechte klappt, dann ist er kurz davor, in den Tod zu stürzen. Hier, komm, weiter. Ich bin immer noch auf Buschsuche. Das Innere des Lagers kann ich jetzt gedanklich abhaken. Also ich würde behaupten, das muss man finden. Aber jeden Busch im Sumpf abzusuchen, puh. Gehen wir mal davon aus, dass wer auch immer es geklaut hat, sich nicht zu weit in den Sumpf vorgewagt hat. Das wäre ja auch untypisch. Calvin, was machst denn du hier? Hast du was gesehen? Nee. Also, in der Nähe vom Sumpflager. Wo gibt's da Büsche? Wir werden auch mal davon ausgehen, dass derjenige, der es geklaut hat, sich nicht die Füße nass machen will. Das kann ja nicht ewig sein. Dann muss es ein Busch sein, der trockenen Fußes aus dem Lager zu erreichen ist. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Der hier vielleicht noch. Nochmal Sumpfkraut. Mann! Hat ja alles wächst. Also das hier wäre eine gute Stelle. Hier irgendwo. Vielleicht machen wir auch viel zu viele Gedanken. Die sind alle falsch. Weil ich irgendwas Wichtiges nicht bedacht habe. Oder weil der, der hier was versteckt, ganz anders denkt als ich. Aber hier ist nichts. Oder in diesen Truhen, die wir ja irgendwo hatten. Wir hatten doch hier diese Ruine. Ist hier was drin? Nee, es bietet sich ja an, das zu benutzen. Wo war denn diese Ruine mit den drei Truhen, wo die eine Truhe mit der Ratte voll war? Das ist die da hinten. Über den Steg, ja, das könnte auch sein. Guck doch mal hier. Hier war ich ja, hier. Was ist damit? Sumpfkraut. Das Spiel will, dass ich Sumpfkraut finde, wenn es mich solch eine Queste machen lässt. Ah, guckt mal hier. Drachenwurzel. Die habe ich nur gefunden, weil ich auf der Suche nach einem Busch war. Huhuhuhuhu. Schön. Schön, 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 schön. Ich hätte gerne eine Karte vom Sumpf. Ganz unten. Ganz unten. Da ist an einem Baum eine Drachenwurzel. Schön. Ich hätte vielleicht auch die andere Quest machen sollen, von wegen finde das letzte Schlüsselteil. Ah, hier, guck mal. Ich habe die schwere Rekrutenrüstung gefunden. Da ist das Sumpflager und hier ist sie. Zwei Stück sind gestohlen worden.
Das wird Cortez freuen, dass ich sie jetzt habe. Schön. War ja am Ende doch leichter als gedacht. Hey du. Hey du. Hier, guck. Du kannst dich wieder entspannen. Ich habe die Sachen am Wasserfall gefunden. Was? Ja, wenn wir den Schlamm runtergewaschen haben, wären die wieder vorzeigbar. Ich bin froh, dass sie wieder am richtigen Platz sind. Weißt du, wer sie uns geklaut hat? Nein? Cortez hat die Rüstung nun wieder zurück. Über alles Weitere sollte ich jetzt mit Adrian sprechen. Das ist Adrian doch völlig egal, wer die geklaut hat. Wetten? Das Problem hat sich erledigt. Cortez hat die Sachen wieder zurückerhalten. Damit hat sich die Sache von seiner Seite aus erledigt. Schön für ihn. Wo ist der Haken? Tja, es gibt eigentlich keinen. Gut, dann soll's mir recht sein. Allerdings würde es Cortez sicher besser gefallen, wenn du ihm einen Namen präsentieren könntest, auf wessen Konto das ging. Diese Ja-Aber-Taktik von euch hängt mir echt manchmal zum Hals raus. Was denn? Soll ich das auch noch machen? Ist ja schon gut. Wenn er unbedingt einen Schuldigen will, kriegt er ihn. Zumindest das dürfte schnell gehen. Gut, dann bist du also zufrieden? Nein, aber das spielt jetzt auch keine Rolle. Calvin ist gerade zurückgekommen und hat Margus was Nettes mitgebracht. Ich denke, jetzt könnte es wirklich interessant werden. Frag sie mal, was anliegt. Ich muss mich noch mit ein paar Leuten kurz schließen. Aha, gut. Dann war das wirklich so. Man hätte auch selbst den Schlüsselteil besorgen können. Na gut, ich habe halt das gemacht. Calvin. Achso, Kurom. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ah, nee, das ist alles hey, du. Uninteressant. Da auch nicht. Cortez noch irgendwas zu sagen? Nee, die Quest ist ja zu Ende. Wie auch immer Adrian so schnell herausbekommen will, wer das gewesen ist, oder will er einfach irgendwas sagen? Das wäre aber auch gemein. Irgendeinen da ans Messer zu liefern, der es gar nicht war. Okay, was ist zu tun? Mit Markus reden, richtig? Wenn ich Margus richtig verstanden, soll ich mich wohl entscheiden, bei was ich als nächstes dabei sein will. Zur Auswahl stehen, den letzten Splitter zu holen, das hat jetzt offenbar Calvin gemacht. Adrian bei was zu helfen, das war ich. Oder Margus Interessen ein Stück weit nachzugehen. Ich bin mal gespannt, wie das ausgehen wird. Ja, vom Interesse her hätte ich eher Margus helfen sollen. Naja, es ist jetzt so gekommen, wie es gekommen ist. Jo, dann muss ich bei Markus Bescheid geben, dass ich jetzt eine von diesen drei Sachen gemacht habe. Calvin, alles gut bei dir? Jo. Also Markus. Der läuft immer noch gegen die Bretterwand. Kümmert sich liebevoll, fürsorglich, fast schon mütterlich ums Kind. Und wird von mir angesprochen werden, aber erst aufgrund der Episodenlänge und weil jetzt hier vielleicht was weitergeht. Aber wir gehen vom nächsten Teil. Bis dahin!